Grüß euch, Scooterfreaks. Jetzt zeige ich euch eines meiner Lieblingsstellen auf der Donauinsel. Ich meine, ich habe viele Favoriten, aber es geht jetzt um die Strecke selber. So, erstmal gefällt mir die Brücke. Parallel dazu sieht man auch zu der Eisenbahn rüber oder zum Zugsverkehr. Eisenbahn, das erinnert ja an die gute alte Lokomotive, die Dampflok. Uhu! Wow. Und dann diese gefährliche Strecke. Schaut euch das an. Da weißt du nie, wann jemand da ums Eck kommt. Siehst? Und auf das habe ich gewartet. Dass genau das eintritt, was ich angekündigt habe. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel besprochen. Das ist ein Nervenkitzel pur, ne? Auch das hat man mit einem E-Scooter. Und auch diese Rampe gefällt mir. Die Kurve daneben. Schaut euch an, und hier kann ich dann umbucken. Schaut euch das an. In die kurze Hocke. Und Kinder, die rumrennen, die kann man niederfahren, wenn man nicht aufpasst. Wow, gefährlich hier. Bist du da? Da sieht man sich im Spiegelbild. Das ist gut für Narzissten wie mich. Wow, schön, das ist eine gefährliche Kurve. Und jetzt kann wieder was passieren. Um Gottes Willen. Achtung, 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 jetzt kommt ein Unfall. Achtung, Geisterfahrer. Verschossenen Augen. Wow, ein Leihroller. Ding noch elegant ausgewichen. Bist du narrisch? Wow. Seine Familie. Die hätte ich fast niedergeweht. Und im Ziel. Und sie gewinnt. Juhu. Auch das hier ist cool. Schön auf der Strecke bleiben. Und das Eis geht natürlich nicht, wenn man die Augen nicht auf die Mitmenschen hält. Das ist klar. Denn man kann verrückt sein und doch gehört eine gewisse Verantwortung. Wenn man das Eis in Einklang bringen kann, bitte gerne. So, jetzt habe ich nur noch 46%. Da haben jetzt die Radwege des 10/20 Wien, aber die sind jetzt nicht mehr so interessant. In diesem Sinne möchte ich das Video beenden. Bis bald. Tschüss. Stop recording.